Internet. Hier ist wieder Bacon Sack für euch und willkommen zu meinem wöchentlichen One Piece Video. Ja, nur weil diese Woche kein One Piece Kapitel erscheint, denn Oda ist krank und bevor jetzt jemand fragt, nein, der Mann hat nicht Corona, heißt das noch lange nicht, dass ich nicht mein Versprechen einhalten kann und ein wöchentliches One Piece Video rausbringen kann. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir sprechen diese Woche mal einfach so ein bisschen theorienmäßig über einen Charakter, der jetzt gerade beim aktuellen Arc in aller Munde ist, nämlich Zorro. Ja, Zorro ist natürlich ein großer Fan-Favorite von vielen One Piece-Fans. Der ein oder andere behauptet, Zorro wäre stärker als Ruffy. Schwachsinn. Nichtsdestotrotz passieren im aktuellen Arc einige Sachen mit Zorro, die echt, echt super, super interessant sind. Es gibt ja, oder es gab ja in Wano den Daimo namens Shimotsuki Ushimaru. Da sieht man den auch nochmal eingeblendet. Und von dem erzählt uns der Kappa halt das erste Mal, dass das halt der große Daimo war von Ringo und dass der sich bis zum Schluss Kaido entgegengestellt hat, aber letztlich halt trotzdem von ihm besiegt wurde und die gesamte Stadt in Schutt und Asche gelegt wurde. Der Typ scheint also eine ziemlich krasse Persönlichkeit gewesen zu sein und wird ja auch nicht klar gezeichnet, sondern er wird quasi von Oda nur angedeutet. Der hatte so einen Fuchs. Dieser Fuchs ist Onimaru. Und Onimaru war quasi sein treuer Begleiter, sein Haustier. Der war aber noch was, denn anscheinend hat Onimaru die krasse Fähigkeit, sich in Gyokimaru zu verwandeln, diesen Kampfmönch. Gegen den hat Zoro ja auf der Brücke von Ringo gekämpft. Und ja, die haben sich halt gebettelt. Später erfahren wir dann, dass sich halt dieser Fuchs, ob das jetzt die Eigenschaft des Tieres ist, des Fuchses, oder ob dieser Fuchs eine Teufelsfrucht gefuttert hat, das wissen wir bisher noch nicht, könnte beides sein, aber jedenfalls ist das die wahre Identität von diesem Kampfmönch. Und das war halt der quasi der beste Freund, der Schoßhund von diesem Ushimaru. Das Ding ist, der scheint sehr wichtig zu sein. Und auch die Verbindung zu diesem Fuchs scheint sehr wichtig zu sein. Wenn Oda nicht noch mehr mit diesem Typen vorhätte, hätte er uns das nicht so in der Gegenwart von One Piece angeteasert. Was halt auch interessant ist, er erzählt, was da alles vonstatten gegangen ist, geht in den Flashback von Wano, zeigt uns aber eigentlich gar nicht, was damals los gewesen ist. Also der Flashback von Wano, den wir aktuell haben oder hatten, der ist halt so seltsam, weil ganz viel gezeigt wird, aber nichts von dem, was vorher schon mehr oder weniger angeteasert wurde. Oder viele Sachen werden noch offen gelassen. Deswegen glaube ich, dass wir noch einen zweiten Flashback bekommen oder noch eine gewisse Verbindung halt zu diesem Ushimaru Shimotsuki. Die ganze Zeit hier Shimotsuki, Shimotsuki, dies und das und jenes. Das klingt alles so ein bisschen, ja, als hätte man es schon mal gehört. Ryuma, der Samurai, den Zorro ja, also dessen Leiche Zorro ja auf der Thriller-Bark besiegt hat, und er dann zum Dank quasi von ihm das sein Shusi bekommen hat, das Schwert. Es war ja ein legendärer Held von Wano. Der hat ja angeblich einen Drachen vom Himmel geholt und scheint ein ziemlich krasser Typ gewesen zu sein, ein heftiger Samurai. Und der wird von allen Leuten in dem Land halt verehrt. Deswegen war es ja auch so ein Sakrileg, wenn ihr so wollt, dass Zoro auf einmal das Schwert von ihm hatte und dass Gecko Moria, als er in Wano war, die Leiche und das Schwert von dem geklaut hat. Und weil Zorro halt dieses Schwert nicht behalten soll, weil das so eine Art Nationalschatz ist, wurde ihm ja ein anderes Schwert angeboten, nämlich Enma. Enma ist das alte Schwert von Oden, was wir ja auch gesehen haben, was er im Flashback halt auf seiner Reise mit Gold Roger und so weiter benutzt hat. Ein ziemlich krasses Schwert. Und was haben jetzt das Shusi und dieses Enma-Schwert und so weiter, was haben die jetzt alles gemeinsam? Das Ding ist, die wurden von einem Typen geschmiedet und der hieß Kozaburo Shimotsuki, beziehungsweise Shimotsuki Kozaburo. In Japan sagt man ja zuerst immer den Nachnamen, dann den Vornamen. Der Typ ist vor über 50 Jahren aus Wano abgehauen und hat halt nicht nur das Enma geschmiedet, ich meine das Shusui geschmiedet, sondern was er auch geschmiedet hat, ist das Wado Ichimonji, also das Schwert, was Zorro in seiner Kindheit schon von seiner verstorbenen Freundin Queena bekommen hat und das er bis heute halt immer noch im Einsatz hat.
Was merkwürdig ist, ist halt, dass man hört immer wieder den Namen Shimotsuki, 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 Shimotsuki. Und tatsächlich kennen wir den Namen Shimotsuki schon seit fast dem gesamten Anfang von One Piece. Shimotsuki heißt nämlich das Dorf im East Blue, in dem Zoro aufgewachsen ist. Dieses Dorf, aus dem Zoro kommt, heißt tatsächlich auch Shimotsuki. Und wer lebt denn eigentlich im Shimotsuki-Dorf? Natürlich Zoros Meister. Und Zoros Meister ist ein seltsamer Typ. Er ist ein Samurai im East Blue, wo es eigentlich ansonsten gar nichts Asiatisches gibt. Nur diese eine Insel scheint sehr asiatisch oder japanisch zu sein. Und er war halt ein Schwertkampfmeister, hatte sein eigenes Dojo. Seine Tochter Kuina hat im Schwertkampf trainiert. Und er hat auch viele andere junge Leute im Schwertkampf trainiert. Er hat schwarze, lange Haare und trägt eine Brille. Ja. Und wen haben wir jetzt im Flashback die ganze Zeit gesehen, der auch lange schwarze Haare hat, ein Samurai war und eine Brille trägt? Denjiro. Denjiro von den sechs roten Schwertern, von den sechs roten Schneiden. Ich weiß gar nicht, wie sie es offiziell übersetzen werden dann in der Carlsen-Übersetzung. Aber The Six Red Scabbards heißt es ja in der offiziellen englischen Übersetzung. Er war halt Teil von dem Hofstaat der Samurai von Oden. Und ich denke, mittlerweile ist es ziemlich, ziemlich klar, dass Denjiro dieselbe Person ist wie Zoros Lehrmeister. Die Frage, die man sich jetzt aber natürlich stellen kann, ist, warum heißt der Typ denn dann jetzt nicht mehr Denjiro, sondern nennt sich Koshiro? Wir wissen halt, dass Kaido vor grob 20 Jahren in der One Piece Welt Ringo dem Erdboden gleichgemacht hat. Also Oden wurde exekutiert, danach hat Orochi zusammen mit Kaido die Insel vollständig übernommen und haben richtig Rabatz gemacht. Sie haben die Stadt zerstört und das ist 20 Jahre her. So, und als wären die Ähnlichkeiten an sich jetzt schon nicht ausreichend, ist es auch noch so, dass auf dem Kimono von Koshiro dieses Symbol für die Schwerter ist. Das sieht man hier einmal, das sieht man da auf dem, ich glaube, das war von einer Cover-Story, von dem Kapitel, dass seine Schüler alle dieses Schwertabzeichen haben auf ihrer Uniform, wenn ihr so wollt, auf ihrer Trainingsuniform. Und tatsächlich gibt es im Flashback in Wano Kuni auch Charaktere, die genau dieses Abzeichen tragen. Also, selbst wenn man jetzt glauben möchte, dass. Also, selbst wenn man jetzt nicht glauben möchte, dass Denjiro und Koshiro dieselbe Person sind, so ist auf jeden Fall klar, dass beide aus Wano kommen müssen. Oder halt einen Einfluss aus Wano haben. Anders lässt sich das nicht wirklich erklären. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, warum denn Koshiro sich nicht mehr Denjiro nennen sollte, wenn er denn eigentlich Denjiro ist. Und was er jetzt halt im East Blue macht. Das Ding ist, ich glaube, der ist geflohen, nachdem Kaido vor 20 Jahren mit Orochi die Stadt Ringo platt gemacht hat. Dabei muss Ushimaru gestorben sein. Wahrscheinlich war er der total krasse Held, der die Stadt bis zum letzten Atemzug verteidigt hat und ein richtiger Badass. Und er hat den Kampf halt nicht überlebt. Und mit den letzten Momenten seines Lebens hat er, das ist jetzt meine Theorie, meine Vermutung, vielleicht Denjiro darum gebeten, seine Frau oder seinen ein Jahre alten Sohn, Lorena oder Zoro oder wie auch immer, vielleicht Zoros richtiger Name ist, aber seinen ein Jahre alten Sohn, denn Zoro ist 21 und das ist 20 Jahre her, in Sicherheit zu bringen. Vielleicht war das so ein Versprechen, hey, ich lasse dich nicht zurück. Doch, du musst mich zurücklassen, aber ich will nicht. Bitte rette zumindest meinen Sohn, das gebietet dir deine Ehre. Irgendwie sowas in der Art. Und ich habe jetzt einfach die Vermutung, dass Denjiro bzw. Koshiro halt aus Wano geflohen ist, weil Kaido und Orochi angefangen haben, das gesamte Land zu zerficken. Dann halt aus Wano raus ist, sich vielleicht gar nicht in der Außenwelt auskannte, weil er war ja nie außerhalb von Wano. Vielleicht hat er Hilfe von den Revolutionären bekommen. Ich komme später gleich noch dazu, warum die Revolutionäre. Dann ist er vielleicht in das Dorf Shimotsuki in den East Blue geflohen, weil es erstens so weit weg von Wano Kuni ist, wie es nur sein könnte.
Und zweitens, das Dorf Shimotsuki höchstwahrscheinlich von diesem Shimotsuki Kosaburu gegründet wurde, der vor 50 Jahren aus Wano geflohen ist und der dieser krasse Schwertschmied war. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, hey, ich bringe den kleinen Shimotsuki-Spross in das Dorf Shimotsuki, wo zumindest noch ansatzweise Leute aus seiner alten Familie leben. Und hat Zoro dann da halt im Geheimen, wenn ihr so wollt, halt aufgezogen. Könnt ihr jetzt darüber diskutieren, ob es sinnvoll ist, einen Menschen namens Shimotsuki zu verstecken in einem Dorf, das Shimotsuki heißt. Aber hey, das ist wahrscheinlich so dasselbe Prinzip wie mit Luke Skywalker in Star Wars auf Tatooine und so weiter. Ist, auch wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, eigentlich ziemlich Panne. Aber naja, jedenfalls glaube ich halt, dass Zoro eigentlich der Sohn von genau diesem Ushimaru Shimotsuki ist und dass uns das halt später in dem Arc noch bekannt wird. Wahrscheinlich gibt es dann da irgendwie so eine Szene, wo dann total Ausnahmesituation, das krasser Kampf. Und Zoro wird wahrscheinlich gemeinsam mit Unimaru, dem Fuchs, sich da gegen die Gegner stellen und einen Rücken-an-Rücken-Kampf machen, quasi gegen eine große Meute oder einen anderen Gegner. Was halt doppelt cool ist, einmal, weil sie zusammen schon auf der Brücke von Ringo miteinander gekämpft haben und eine kleine Rivalität hatten. Und zum anderen, weil das dann ja quasi die Verbindung von Vater zu Sohn ist und dieser Fuchs quasi jetzt dem Sohn dient, wie er vorher dem Vater gedient hat. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Oda diese Sachen, diesen Shimotsuki-Namen, überall in den in den Manga reinballert, ohne damit noch einen Plan zu haben. Damit hätte halt zumindest das Monster-Trio in One Piece, also Ruffy, Sanji und Zoro, eine wichtige Backstory. Ich glaube nicht, dass jetzt jedes Strohhut-Bandenmitglied noch irgendwie eine krasse Hintergrundgeschichte bekommt, vom Ursprung her, wo die herkommen, was die Eltern sind. Aber Ruffy hat eine mit Dragon. Sanji hat im letzten Whole Cake Island Arc halt eine bekommen mit den Windsmokes. Und wenn Zoro jetzt eine kriegt, wird es halt passen. Wenn nicht jetzt auf der Japan-Insel, wo denn dann, Alter? So, deswegen glaube ich halt, dass Ushimaru auf jeden Fall der Vater von Zoro ist. Und ich habe vorhin gesagt, die Revolutionäre. Ich habe vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren, habe ich die Theorie aufgestellt, dass Kuina in Wirklichkeit noch lebt. Und dass sie Tashigi halt ist. Könnt ihr euch mal angucken, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und ich habe ja da die Idee gehabt, dass Kuina bzw. Tashigi von den Revolutionären mitgenommen wurde, weggeschafft wurde von der Insel. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht hat ihn die Weltregierung bedroht oder whatever. Ich habe keine Ahnung. Das kann auch Willkür von Oda sein, was er sich da noch ausdenkt. Denn man hat halt im Flashback von Sabo gesehen, im Kapitel 589, dass die Revolutionäre kurz in Shimotsuki waren, nachdem sie Sabo aufgelesen haben. Das kann man hier halt sehen. Und warum sollten die nach Shimotsuki gehen? Kann sein, dass es Zufall ist. Aber ich habe halt so den Verdacht, dass tatsächlich Kushiro Verbindungen zu den Revolutionären hat, weil die Revolutionäre ihm damals geholfen haben, von Wano zu fliehen. Und sie deswegen halt, als sie Hilfe brauchten, den Jungen zu versorgen, den sie gefunden haben, Sabo halt zu Kushiro gekommen sind, nach Shimotsuki, um ihn zu versorgen. Das heißt, ja, meine Theorie, dass Kuina Tashigi ist, könnte immer noch relevant sein. Hey, supi. Aber jetzt interessiert mich, was ihr natürlich davon haltet. Glaubt ihr tatsächlich, Zoro ist der geheime Sohn von Shimotsuki Ushimaru? Glaubt ihr, das wird in Wano Kuni noch alles aufgedeckt? Oder könnte es sein, dass ich mir einfach total Mist zusammengesponnen habe? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Mich würde freuen zu lesen, was ihr davon haltet. Und ich bin gespannt, wie es mit One Piece dann nächste Woche weitergeht. Bis dahin, tschö mit Ö, hauen Sie, bauen Sie. Und danke, dass ihr euch den Shit hier angeguckt habt. Wenn ihr mir ein Abo dalasst, wäre das super nett. Schaltet die Glocke ein, um immer zu wissen, wann ich was Neues hochlade. Besucht mal meinen Twitch-Kanal. Ich mache auch viel auf Instagram und Social Media. Und in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Discord.